meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich bei den NEOS Foreign Policy Talks, einer Gesprächsreihe, die der außenpolitische Sprecher der NEOS, Christoph Wawrig, gemeinsam mit der Diplomatischen Akademie ins Leben gerufen hat. Mein Name ist Christoph Kodanko, ich bin der Wien-Korrespondent der Oberösterreichischen Nachrichten und unser heutiges Thema lautet Neutralität, Relikt oder Zukunftsmodell. Bevor ich zur Vorstellung des Podiums komme, ein technischer Hinweis. Die Podiumsteilnehmer werden rund 45 Minuten miteinander diskutieren. Anschließend sind wir auf Ihre Fragen aus dem Publikum gespannt. Dafür sind rund 30 Minuten vorgesehen. Ich möchte Ihnen nun das Podium vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. General Edmund Entacher von 2007 bis Jänner 2011 und dann wieder von November 2011 bis 2013 Generalstabschef des Bundesheeres. Er wurde damals von jenem Norbert Darabosch abgesetzt, für den es heute eine neue Truppenverwendung im Burgenland gegeben hat. Universitätsprofessor Theo Oehlinger war 33 Jahre lang Ordinarius für öffentliches Recht an der Wiener Uni, Mitglied des Österreich-Konvents und Mitglied der Arbeitsgruppe Verfassungsreform im Bundeskanzleramt. Der Abgeordnete Peter Pilz kam 1986 für die Grünen in den Nationalrat, ist derzeit Vizeobmann im Landesverteidigungsausschuss, Mitglied im Außenpolitischen Ausschuss und bekannt als Aufdecker derzeit Handlungsreisender in Sachen NSA in ganz Europa. Gehört vielleicht auch zu unserem Thema. Und der Abgeordnete Christoph Wawrig ist seit 2013 für die NEOS im Nationalrat Bereichssprecher für Außenpolitik und für innere Angelegenheiten und wie erwähnt Mitinitiator dieser Veranstaltung. Landesverteidigung, nicht innere Angelegenheiten. Landesverteidigung, gut. Herr General, ich möchte mit Ihnen beginnen. Im Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität steht, Österreich erklärt aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität und wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. Ist das im Sinn unserer heutigen Themenstellung ein Relikt oder ein Zukunftsmodell? Ein Relikt wäre höchstens der Umstand, dass es dort unterdotiert war. Ja. Aber jetzt ernster, als Relikt kann ich selber die Neutralität nicht betrachten, weil sie gültiges Recht ist, im Verfassungsrang nostrifiziert seinerzeit. Also so einfach ist das Ding ja gar nicht. Es ist also einmal geltendes Recht, ich sage einmal schwerwiegendes Recht. Und die Politik tut sich ja offensichtlich sehr schwer, das also zu ändern, aus welchen Gründen immer. Ich darf daran erinnern, wir waren vor etwa 15 Jahren, waren wir in einer möglichen NATO-Entwicklung sehr weit. Rot und Schwarz hat sich eigentlich schon pro NATO geäußert, dann ist es abrupt abgebrochen und man hat dann also sehr hehre Gründe genannt. Die Gründe waren nicht her, die waren gewöhnlich, es war zu teuer. Nun, wenn also die Politik und dann das österreichische Volk von der Politik weggehen wollten, ist die Frage, also von der Neutralität weggehen wollten, ist die Frage, was also das Zukunftsmodell wäre. Und natürlich kann man jetzt schon allerhand lesen, im letzten ÖVP-Programm war von Europa-Armee die Rede. Das ist ein an sich sympathisches Bild. Man muss dann klar sein, dass wir Welten entfernt sind. Welten. Das klingt auch schon wieder nach Ausrede. Ja? Österreich, das sollen die anderen machen, diese Sache. Zukunftsmodell Neutralität, wenn ich das so formuliere, könnte ich mir schon vorstellen, vorausgesetzt, man dotiert das ordentlich. Das ist Voraussetzung. So wie jetzt ist weder jetzt ganz berechtigt noch Zukunftsmodell, weil es im Sinne einer bewaffneten Neutralität einfach nicht wirksam ist. Ja. Wir sind derzeit verteidigungsunfähig. Aber wenn wir die Entwicklung voraussetzen, dass wir den Vertragszustand herstellen, dann könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir es für insgesamt innerhalb der EU für klüger halten, den Status zu bewahren. Denn eines ist schon wahr, wenn wir das Leben können, erfüllen können, hat die eigene politische Führung etwas mehr an Handlungsfreiheit wie in allen möglichen Formen von Bündnissen.
Also ich würde der Neutralität die Zukunft nicht a priori absprechen. Allerdings nur dann, wenn wir sie befüllen. So wie es jetzt ist, nein, no future. Zur Frage geltendes, aber totes Recht kommen wir dann noch. Herr Professor, ich möchte an Sie die Frage richten. Sie haben vor einigen Jahren im Verfassungsausschuss als Experte referiert und dort gesagt, der eigentliche Bruch der Neutralität war schon vor dem österreichischen EU-Beitritt durch die Einführung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Gilt das heute mehr denn je? Es gilt mehr, aber vielleicht hat es einmal sogar noch mehr gegolten, nicht? In Wahrheit war der Beitritt zur Europäischen Union ein Bruch mit dem alten Konzept der Neutralität. Seit wir Mitglied der EU sind, sind wir nicht mehr in einem strengen völkerrechtlichen Sinn zugleich neutral, weil wir einem Staatenbund angehören, der auch gemeinsame Verteidigung als sein Ziel hat und der zu seinen Aufgaben, ich erinnere an die Petersberg-Aufgaben, ja auch friedensschaffende Maßnahmen zählt. Wer einem solchen Vereinigung angehört, ist im strikten Sinn nicht neutral. Daher konnten wir ja, solange wir neutral sein wollten, der EU nicht beitreten. Auch der Beitrittsantrag ist noch unter einem Neutralitätsvorbehalt erfolgt, der Beitritt selber dann nicht mehr, weil sich in der Zwischenzeit ja sehr viel ereignet hat, nämlich der Zusammenbruch jenes Kontextes, aus dem heraus die österreichische Neutralität ihr Leben erhalten hat, und das war der Ost-West-Konflikt. Wir waren in diesem Ost-West-Konflikt neutral und haben darin tatsächlich eine sinnhafte Position in der Staatenwelt eingenommen, die auch honoriert wurde, nicht? UNO-City und so weiter, all die Wiener Konventionen über diplomatischen Dienst und so weiter, über das Völkervertragsrecht, zeigen, dass wir damals als ein Staat gesehen wurden, der zwischen den Blöcken neutral ist. Das sind wir seit dem EU-Beitritt nicht mehr. Und mit der Entwicklung der EU, vor allem mit dem Amsterdamer Vertrag und den Petersberger Aufgaben, sind wir das umso weniger. Merkwürdigerweise hat im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon die Neutralität wieder eine gewisse Aufwertung erhalten. Das verdanken wir aber nicht der österreichischen Neutralitätspolitik, sondern das verdanken wir den Iren. Die Iren haben plötzlich ihre Neutralität, oder sagen wir so, die Iren wurden ja in den Zeiten, in denen wir diskutierten, wie können wir das Verhältnis zur Europäischen Union gestalten, ohne wirklich beizutreten, weil das eben mit unserer Neutralität nicht vereinbar ist. Wir haben damals eine gemeinsame Staatengruppe mit den Schweden und der Schweiz, gewisserweise auch noch mit Finnland, gebildet. Die irische Neutralität ist damals in Österreich jedenfalls nicht wahrgenommen worden. Daher wurde auch der Beitritt Irlands zur EU niemals als ein Präzedenzfall für einen neutralen Staat wie Österreich verstanden. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Heute machen die Iren propagieren zumindest eine Neutralität, und sie haben sie in den Verhandlungen mit dem Vertrag von Lissabon durchgesetzt. An mehreren Stellen findet sich in diesem Vertrag die sogenannte irische Klausel, die besagt, dass all diese Verpflichtungen im Bereich von Verteidigung und so weiter alles nicht berührt die besondere Rolle der Außenpolitik einzelner Staaten. Das nennt sich irische Klausel, weil die Iren das durchgeführt haben. Nur sie gilt für alle Mitgliedsländer, und insofern kann sich auch Österreich darauf berufen. Es gibt sogar ein Protokoll über die Anliegen der irischen Bevölkerung, in denen das noch einmal wiederholt wird, aber auch darauf können wir uns berufen, weil nur im Titel von Irland die Rede ist, nicht im Vertrag direkt. Und tatsächlich wurde ja im Vertrag von Lissabon auch verankert, dass militärische Maßnahmen der EU nur nach den Grundsätzen der Vereinten Nationen erfolgen sollen. Das bedeutet,
dass militärische Gewalt, von Selbstverteidigung abgesehen, nur aufgrund eines Mandates des Sicherheitsrates zulässig ist. Ob man in der EU das wirklich so ernst nimmt, dass man etwa eine Mission wie vor einigen Jahren oder Jahrzehnten im Kosovo ohne ein solches Mandat nicht dann doch durchführen würde, weiß ich nicht. Aber wir haben diese Formel nunmehr auch in die österreichische Bundesverfassung übernommen. Jene Bestimmung, die sagt, dass wir an der gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik voll inhaltlich teilnehmen dürfen, lautet nunmehr, dass das zulässig ist nach den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Und es gibt ja umgekehrt auch heute die Auffassung, dass ein Militäreinsatz, der vom UNO-Sicherheitsrat beauftragt wurde, kein Verstoß gegen die Neutralität ist. Also insofern hat in jüngster Zeit die Neutralität schon wieder eine gewisse Aufwertung erfahren, aber neutral im ursprünglichen Sinn ist Österreich natürlich nicht. Jetzt hat die Diskussion eine neue Qualität bekommen. Juncker hat die EU-Armee wiederbelebt oder neu aufs Tapet gebracht. Sie haben gesagt, Österreich wird seine militärische Neutralität sicher nicht aufgeben. Wie ist das zu verstehen? Positiv. Ich gehe aber gern etwas ins Detail. Das wäre auch zu kurz gewesen. Ja. Nein. Wir haben momentan sicherheitspolitisch eine seltsame Entwicklung in Europa, soweit ich das beurteilen kann. Nicht nur in Bezug auf polizeiliche und militärische Sicherheit. Wenn man die europäische Geschichte mit der amerikanischen vergleicht, dann wird man feststellen, dass der Zusammenhalt der USA durch eine bestimmte Vorstellung von Sicherheit sich völlig von der europäischen Sicherheitskultur unterscheidet. Die europäische Sicherheitskultur war insbesondere nach 1945, und das war auch eine Grundidee der Europäischen Union, Kriegsverhinderung auch durch sozialen Ausgleich und durch ein europäisches soziales Modell. Das ist in höchstem Maße gefährdet. Und in dieser prekären Situation, wo sich ganz Europa auf einem immer dünneren Eis bewegt und wo die Möglichkeit besteht, dass etwas bricht, was wir für viele Jahre und Jahrzehnte für nicht brechbar gehalten haben, bis zur deutsch-französischen Achse, ist es umso seltsamer, dass man über eine europäische Armee diskutiert, für die es meiner Meinung nach grundlegende Voraussetzungen nicht gibt, wie zum Beispiel eine gemeinsame Außenpolitik, und andererseits nicht ernsthaft darüber spricht, wie man es überhaupt schafft, in einer möglicherweise stärker werdenden Krise diese Union überhaupt zusammenzuhalten. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist die sicherheitspolitische Geschichte der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte, soweit es Europa und Österreich betrifft, ist eine langsame, schleichende Auseinandersetzung, was die Zukunft der europäischen Sicherheit und damit auch der Sicherheitspolitik ist. Ob es eine Beendigung der Nachkriegszeit und das steckt schon auch positiv in der Juncker-Überlegung drin, ob es die Beendigung der Nachkriegszeit gibt durch eine gemeinsame europäische anstelle der amerikanischen Sicherheitspolitik oder ob sich der Großteil Europas nach wie vor mit Bedingungen, zum Teil ohne Bedingungen, an der amerikanischen Sicherheitspolitik in jeder Hinsicht orientiert. Solange diese Frage nicht beantwortet ist, wird die Neutralität als staatliche Neutralität eine große Rolle haben. Professor Oellinger hat darauf hingewiesen, und ich finde es auch vollkommen ausreichend, deswegen erspare ich mir diesen Teil komplett, das ist eine komplett andere Neutralität als vor 20, 30 Jahren. Es ist im Grunde eine Kernneutralität. Das Spannende an der Kernneutralität ist, dass sie uns im Verfassungsrang ja nur sagt, was wir nicht dürfen. Wir dürfen uns nicht an Kriegen beteiligen, wir dürfen keine fremden Truppen stationieren und wir dürfen keinem militärischen Bündnis beitreten. Punkt. Aber nichts in der Kernneutralität sagt uns, was die sicherheitspolitische Aufgabe eines neutralen Staates wie Österreich ist. Und da beginnt es in dieser Übergangsphase, wo in der Europäischen Union und über sie hinaus das weitgehend offen ist, welches Sicherheitsmodell sich durchsetzt.
Und es besteht eine, meiner Meinung nach, große Gefahr, dass es zu einer Zuspitzung der Auseinandersetzung um das meiner Meinung nach nicht mehr haltbare und für alle Beteiligten extrem gefährliche amerikanische Sicherheitsmodell geht, das in dieser Situation für die Europäische Union auch sicherheitspolitisch Belastungen entstehen können, wo Neutrale eine besondere Rolle kriegen können. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Weil ich habe mir oft überlegt, waren diese besonderen Leistungen, die Staaten wie Österreich in bestimmten Situationen erbracht haben, waren das in erster Linie intelligente intelligente Nutzungen des neutralen Status oder war das eher ein intelligentes Nützen der Kleinheit und deswegen Ungefährlichkeit unseres Landes? Und das Spannende an der Geschichte der Neutralen in Europa ist, dass sie nur dann in Krisensituationen, in schwerwiegenden Krisensituationen eine große positive Bedeutung kriegen können, wenn sie aus ihrer Kleinheit eine ganz besondere offensive Tugend machen. Und damit möchte ich einleitend schon schließen, das könnte man besonders gut am Beispiel der Ukraine beschreiben. Wir haben einen ernsthaften Versuch unternommen, vor etwas mehr als einem Jahr die Bundesregierung davon zu überzeugen, nicht nur in Wien, sondern auch in Brüssel und in Berlin dafür einzutreten, einen Neutralitätsplan für die Ukraine zu entwickeln. Und damals hätte es noch bestimmte Voraussetzungen gegeben. Diese Chance hätten in anderen Situationen möglicherweise anders qualifizierte österreichische Politiker und Politikerinnen wahrgenommen. Und wir werden möglicherweise rückblickend draufkommen, dass es ein großes Versäumnis sein kann, wenn dringend gebrauchte, kleine, von niemandem im besonderen Maße politisch oder militärisch Abhängige ihre Chance als Neutrale in derartigen Situationen nicht nützen können. Deswegen betrachte ich unsere Neutralität erstens einmal noch möglicherweise, bedauerlicherweise für eine längere Zeit als etwas sehr Wichtiges und als eine große Chance. Und das wird jetzt in der Einführung zu lange dauern, mir dann an einem anderen Punkt überlegen, ob nicht Kernelemente, diese drei Kernelemente der Neutralität, es nicht wert wären, im Zusammenhang einer europäischen Verfassung diskutiert zu werden. Danke, Herr Abgeordneter Wawrig. Kernneutralität, Restneutralität, wenn ich Ihr Grundsatzprogramm richtig lese, sind Sie von keinem wirklich überzeugt. Wo sehen denn Sie die Zukunft und den Zustand der Neutralität? Ja, also wir stimmen überein mit der Analyse von Professor Oehlinger und auch dem Kollegen Pilz. Es ist nur diese Kernneutralität übrig geblieben. Also die Neutralität im ursprünglichen Sinn nach Schweizer Modell ist scheibchenweise zurückgedrängt worden und übrig bleibt eben nur dieser Artikel 1 Absatz 1 und 2 im Neutralitätsgesetz. Interessanterweise bleiben aber noch ein paar andere Verfassungsgesetze bestehen, die sich auf die immerwährende Neutralität, also im vollen Umfang, die bleiben bestehen. Artikel 9 und Artikel 79, wenn ich mich richtig erinnere, also Rolle des Bundesheeres und Landesverteidigung, die hat man also nicht korrigiert. Aber das ist ein innerstaatliches Problem, sagen wir, der Spannung innerhalb des Verfassungsrechts. Als Politiker stört mich das vielleicht weniger als vielleicht ein Verfassungsrechtler, aber wir sehen das sehr pragmatisch. Schauen Sie, ich komme aus einer Bewegung, die erstens neu ist, keine Fesseln aus der Vergangenheit trägt und von sich aus ihrer Entstehung heraus sehr reformorientiert ist, keine Angst hat, Tabus zu brechen und heilige Kühe zu schlachten, wenn notwendig. Das heißt, und das gilt für alle Bereiche, auch im Rahmen der Sicherheitspolitik. Und im Bereich der Sicherheitspolitik ist unser Ansatz der, naja, ausgehend von der heutigen, jetzigen Lage, was ist das die wirksamste für die österreichische Sicherheit und für die europäische Sicherheit außenpolitische Doktrin. Und schauen Sie, auch die Neutralität war im Grunde genommen von Anfang an
ein Instrument der Außenpolitik. Nicht? Die Neutralität war der Preis, den wir zu bezahlen bereit waren, und das war kein zu hoher Preis, selbstverständlich, damit die Besatzung aufhörte. Auch später wurde sie in der Kreisky-Ära, das war die aktive Neutralitätspolitik, verwendet als Instrument der österreichischen Außenpolitik und hat über fast zwei Jahrzehnte der österreichischen Außenpolitik ein Gewicht gegeben, das über, sagen wir, die Größe und des militärischen, wirtschaftlichen Gewichts Österreichs hinausging. Das war immer also ein Instrument. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Inzwischen ist die Neutralität auch tabuisiert worden. Sie ist zu einem Gründungsmythos geworden. Es ist auch bezeichnend, dass der Nationalfeiertag eben zurückgeht auf die Erklärung der Neutralität, und wir werden bald 60 Jahre feiern. Ich bin sicher, der Herr Bundespräsident wird wieder, also die Neutralität im weitesten Sinn immerwährende Neutralität in den Himmel heben. Und wir glauben umgekehrt, die Frage stellt sich, ist sie heute noch ein wirksames Instrument, ja oder nein? Und unsere Antwort ist eher nein. Ich glaube nicht, General Endacher hat erwähnt, Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit sehen wir nicht als ein Ziel per se. Für uns ist das Ziel die Sicherheit Österreichs und die Sicherheit Europas. Und wir glauben, dass hier Österreich am besten bedient ist, wenn es sich vorbehaltlos zur gemeinsamen Sicherheit und Verteidigungspolitik Europas verpflichtet, einen Beitrag leistet und sie mitgestaltet. Und ich bin einverstanden mit dem Kollegen Pilz, wir sind noch weit weg von einer gemeinsamen Außenpolitik, geschweige denn von einer EU-Armee, geschweige denn von einer Verteidigungsunion. Aber der Weg geht dorthin, und wir glauben, Österreich sollte diesen Weg mitgestalten und mitgehen. Und diesbezüglich könnte die Neutralität, vor allem innerstaatlich, eher ein Hemmschuh bleiben als eine Hilfe. Und gerade, weil der Kollege hier Pilz den Fall Ukraine genannt hat, also für mich ist die Ukraine das Gegenbeispiel, also das Beispiel dafür, dass die Neutralität vollkommen überholt ist. Erinnern wir uns doch daran, beim Einmarsch der Russen in die Krim und der Annexion der Krim war noch die Ukraine eben neutral. Sie hat es später aufgegeben, also per Beschluss des Parlaments. Weder die Ukraine noch Russland war an die Dienste Österreichs interessiert. Die Neutralität interessiert die Ukraine überhaupt nicht, wenn schon eher ein Beitritt zur NATO. Und sogar die Minsker Abkommen wurden nicht in Österreich verhandelt, sondern in Minsk. Also ich glaube, dieses sich zurückbesinnen auf die glorreichen Tage der aktiven Neutralitätspolitik, das ist ein bisschen so vergangenheitsbezogen, entspricht nicht unserem Ansatz, der ein bisschen zukunftsbezogen ist. Und so gesehen, ja, ein sehr kritischer Blick auf die Neutralität, wie sie heute verstanden und auch missverstanden wird. Womit ist Österreichs Sicherheit am besten gedient? Das ist wohl die Schlüsselfrage, die ich dann auch an General Endacher richten möchte. Aber zuerst noch an Sie, Herr Professor, die Frage. Sie waren, wie ich schon erwähnt habe, Mitglied im Österreich-Konvent und bei ähnlichen Veranstaltungen. Sehen Sie nach diesen Erfahrungen irgendeine Chance, dass die gesetzlichen Grundlagen, wie sie nun einmal bestehen, in absehbarer Zeit geändert werden? Nicht wirklich. Die Neutralität ist ein Mythos, aber einer, der sehr tief verankert ist in der öffentlichen Meinung. Sie bedeutet in der Sache im Grunde, das glaube ich, da herrscht auf diesem Podium weitgehende Einigkeit, in der Sache nur mehr sehr wenig, aber sie ist etwas, woran die Politiker nicht rühren wollen, weil sie wissen, dass das nicht populär ist. Dem Österreichern zu sagen, wir sind ja eigentlich ohnehin schon nicht mehr neutral, daher heben wir das Neutralitäts-Bundesverfassungsgesetz auf. Theoretisch ginge das ohne Volksabstimmung. Das traut sich niemand. Na doch, und einige schon. Oder das, niemand, das ist falsch, das trauen sich nicht jene Anzahl von Abgeordneten, die dafür erforderlich wäre. Nicht? Und es ist umgekehrt auch wieder kein besonderer Drang da. Ich glaube, ich würde Ihnen vollkommen zustimmen, die Zukunft in einem konzeptionellen Sinn könnte eigentlich nur in einer europäischen Sicherheitspolitik liegen, die uns auch autonom macht gegenüber den der USA. Nur es tut sich hier nichts.
Es tut sich hier nichts, es herrscht hier wirklich Stillstand und seit der Finanzkrise noch mehr, weil man auch die dafür notwendigen Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. Ich sehe also da in Wahrheit nicht die Chance, dass die schönen Ankündigungen im Vertrag von Lissabon in absehbarer Zeit verwirklicht werden. Und da ist es vielleicht gar nicht ungeschickt, aber man sollte es doch vorsichtig benutzen, sich sozusagen bündnisfrei, denn das ist der korrekte Ausdruck für unseren derzeitigen Stand, unsere derzeitige Position in der internationalen Staatengemeinschaft, sich bündnisfrei zu verhalten. Allerdings würde ich Irland wirklich nicht als Vorbild dienen. Mit all diesen irischen Klauseln hat man ja der Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik ja schwere Gewichte umgehängt, die in Wahrheit den Ausbau hier nur behindern. Was soll das? Wir wollen das, aber natürlich, wenn ein Staat nicht will, muss er nicht. Wie kann man auf diese Weise wirklich weiterkommen? Und so wie das die Iren machen, würde ich auch meinen, das ist Opportunismus, den wir, die wir zu Opportunismus sehr offen neigen, nicht uns auch noch zum Vorbild nehmen sollen. Herr General, womit ist Österreichs Sicherheitspolitik am besten gedient in diesem Zusammenhang? Wenn man gedanklich davon ausgeht, dass eine österreichische Verteidigung heutzutage ohne dies nur mehr im europäischen Kontext zu verstehen ist, dann hat man, glaube ich, den richtigen Ansatz gewählt und auch in Richtung mögliches Zukunftsmodell. Europäischer Zusammenhang. Ich lehne mich jetzt weit hinaus. Wir werden also in 10 bis 20 Jahren, sage ich ein bisschen flop, werden wir Bedrohungen aus Osten oder Süden haben, wo man Pech haben, beides. Zeitungleser können diese ahnen, Fernseher auch. Ist ja nicht so schwer zu erraten. Dazu kam ein traumatisches Erlebnis, wo fast alle Europäer schalten, nur Österreich nicht. Man hat also festgestellt, im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, auch schon bei der Krim beginnend, hat man festgestellt, dass Europa ohne die USA militärisch handlungsunfähig ist. Es war zwar auch noch nicht notwendig, das stimmt schon, aber rein in der Entwicklung, es waren die Polen schon hochnervös, die Finnen hochnervös und bei den Überlegungen hat man sagen müssen, dass Europa, das heutige Europa ohne die USA, im Wesentlichen militärisch handlungsunfähig wäre. Und jetzt arbeiten verschiedene Staaten unterschiedlich dran mit Budgeterhöhungen und. Nur so am Rande erwähnt, ist auch ganz nett, also die zu schnell ins Berufsjahr gegangen sind, die bereuen das bitter, es war der falsche Weg, gar keine Frage, die kommen da nicht mehr heraus. Ich höre da eine gewisse Genugtuung. Ja, sicher. Und jetzt natürlich, um das noch handfester zu machen, ja, da kann der von mir durchaus geschätzte Abgeordnete Bild noch so kreativ sein. Das Donautal, das ist untransportierbar. Ja. Also egal, was wir da aufführen in Österreich, welche Tänze und nicht, geografisch sitzt das Ding. Und bei jeder Militärbewegung von Ost nach West oder West nach Ost, das ist egal, bist du in Mitteleuropa und das kannst du nicht aussparen und wird nicht ausgespart. Das heißt also, wir können da aufführen, was wir wollen und welche Geschichten auftischen, was wir wollen. Das bleibt immer als Hard Fact. Das ist so. Ja? Und ich habe das immer gesagt, wir sind gut beraten, wenn wir uns brauchbar aufstellen. Das heißt ja nicht das Gegenteil tun, also hochrüsten, Technologiewettkampf und ähnliches. Nein. Wir haben ja schon Phasen erlebt, wo es Österreich ganz gut aufgestellt war. Und natürlich möchte ich jetzt den Neutralitätsbegriff nicht einhängen auf nur das Militärische. Aber das ist aber schon das Heiße dran. Ja? Daran reibt sich es ja. Und wenn man also tatsächlich dem Gedanken folgt, dann sagt, okay, das Ganze ist sowieso nur verstehbar
im Rahmen des europäischen Zusammenhanges, dann muss man weiter schauen, na, was wäre denn halt so zu tun. Nicht? Und da muss ich schon wirklich gleich sagen, die 0,57% BIP hat zu entsetzlichen Zuständen geführt. Entsetzlich. Das Bundesheer ist entzahnt und ist derzeit nicht zur Verteidigung Österreichs fähig. Sagt auch kein Mensch mehr. Und da bin ich schon der Meinung, dass es hier um Größenordnungen geht, wo man die angesprochenen Probleme des Finanzmarktes und Ähnliches nicht einmal berührt. Ja. Wir reden hier von Größenordnungen von, je nachdem, was man meint, im Bereich von 70 bis 100 Millionen etwa, damit man das Schiff wieder wenigstens brauchbar flott kriegt. Ja. Und das ist im Staatsbudget insgesamt wenig bedeutend, ist bei der Hyperaffäre unbedeutend, nicht um eine Fußnote. Das, was dem Bundesheer nicht mehr gegeben wurde, ist ja auf verschiedene Budgets verbritschelt worden. Verbritschelt, ja. Es wurde ja nichts gespart, nichts. Und das ist ein Zustand, der sicher nicht der Zukunft dient, auch nicht der jetzigen Entwicklung, wie sie in Europa ja stattfindet. Nein, wir sind weit um die Einzigen, die sowas machen. Und das andere Modell, das wir seinerzeit gelobt haben, nämlich die bewaffnete Neutralität nach Schweizer Vorbild, die haben wir also wirklich nicht. Ja. Ja, meine Herren Abgeordneten, mehr Geld fürs Bundesheer, ist das Ihr Ansatz? Abgeordneter Pilz. Ich habe einen ganz einfachen und, glaube ich, ganz gut begründeten Ansatz. Im Interesse des Bundesheeres bitte weniger Geld fürs Bundesheer. Und zwar deutlich weniger. Und das aus einem einfachen Grund. Ich beobachte es wirklich schon lange. Ich war im Präsidium der Bundesheerreformkommission gemeinsam mit Helmut Zilk und dem jetzigen Generalstabschef und etlichen anderen. Wir haben uns ja wirklich bemüht und versucht, ein Zukunftsmodell zu entwickeln. Wir mussten feststellen, mit wechselnden politischen Führungen und auch mit einem Teil der militärischen Führung hat das nicht funktioniert. Die Beharrungskräfte waren größer als die Reformkräfte. Diese Auseinandersetzung um die Zukunft des Bundesheers ist zumindest vorläufig verloren. Es ist um jeden Cent schade, der hier noch investiert wird. Das ist rausgeschmissenes Geld. Niemand wird ernsthaft sagen, dass unsere Sicherheit gegenüber äußeren Bedrohungen irgendetwas mit dem österreichischen Bundesheer zu tun hat. Das hat es vor Jahrzehnten, war das eine seriöse Annahme. Die Zeiten sind vollkommen vorbei. Wer mir als Sicherheitspolitiker, und ich mache das jetzt wirklich lang, versucht ernsthaft zu erklären, das Bundesheer garantiert unsere Sicherheit, der soll sich wirklich mal ernsthaft überlegen, was er da sagt. Es gibt wenige unsinnigere Sätze in der Sicherheitspolitik. Also was garantiert unsere Sicherheit? Die Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre interpretiere ich so, andere sicherlich anders. Unsere Sicherheit heißt nicht Bundesheer, sondern Europa. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Die Frage ist nur, und die habe ich mir immer gestellt, ich bin als absoluter Bundesheergegner 1986 in den Nationalrat gekommen und habe meine Meinung teilweise geändert, weil ich dort unglaublich gescheite und engagierte Leute kennengelernt habe und mir gedacht habe, das sind zum Teil Ressourcen, die man unglaublich positiv nützen kann. Wirklich gute Leute. Wir zwar haben auch oft miteinander gestritten, aber ich schätze diese Art der Auseinandersetzung mit wirklich hochqualifizierten Offizieren, Unteroffizieren und so weiter. Das sind ja Leute, die braucht man, die können wir nützen für internationale Aufgaben, als die Kernaufgabe, die militärische Kernaufgabe der österreichischen Sicherheitspolitik. Immer wenn es dann kommen zu mir und sagen, wir unter Katastrophenschutz und so weiter, das sind ja wirklich Leute, die sich nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Und dann muss man sagen, na bitte, und über diese militärische Kernaufgabe hinaus, was noch? Sollen wir wirklich Leute aus der Ausbildung nach wie vor rausreißen und sagen, lernt einen einfachen militärischen Beruf, wo wir die Leute viel dringender hochqualifiziert in technischen, naturwissenschaftlichen, sozialen, vielen handwerklichen anderen Berufen bräuchten,
Unsere Qualifikationsprobleme am Arbeitsmarkt haben nichts mit Militär zu tun. Das sind vollkommen andere. So, und jetzt springen wir mal zur Europäischen Union. Das ist ja vollkommen absurd, heute herzugehen in einer Situation, wo die Europäische Union nicht in der Lage ist, gemeinsame Antworten auf die Krise zu geben. Und das ist nicht primär eine Krise der Sicherheitspolitik, ich brauche da nicht erzählen, was die Kernelemente der noch längst nicht überwundenen und wahrscheinlich in Zukunft vielleicht sogar noch sich ausweitenden Krise sind. Wenn wir nicht zusammenbringen eine gemeinsame Bankenpolitik, eine gemeinsame Steuerpolitik, das sind die entscheidenden Voraussetzungen, um einen Überlebenszusammenhalt der Europäischen Union zu schaffen. Wenn wir das nicht schaffen und sagen, na okay, wenn wir das nicht schaffen, weil wir hier zu schwach sind, um gefährlichen internationalen Entwicklungen auf den Finanzmärkten und in anderen Bereichen Paroli zu bieten, sagen wir, dann machen wir halt eine gemeinsame europäische Armee. Dann geht's schief. Kein Mensch wird das verstehen. Und wenn ich heute über Budgets rede, egal ob in Brüssel oder in Wien, ich kann in Situationen einer Bildungskrise, einer Arbeitsmarktkrise, von Krisenherden, die enorm wachsen im Bereich der sozialen Sicherheit, wo es wirklich um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht, keinen Cent und keinen Euro argumentieren, den ich zusätzlich in ein Militär stecke, wo wir zu Recht sagen, wir wissen derzeit nicht genau, wofür wir es überhaupt brauchen können. Und bevor wir diese Fragen nicht beantwortet haben, gibt es keine Basis für eine seriöse Sicherheitspolitik. Und deswegen ist es so unglaublich schade um die Chance, die wir uns seinerzeit gemeinsam mit der Bundesheerreformkommission erarbeitet haben. Das war eine einmalige Situation. Wir hatten damals einen Verteidigungsminister, der kein außergewöhnlicher Militärexperte war, der nur gesehen hat, das war der Günther Platter, der nur gesehen hat, eigentlich muss irgendwas passieren. Ich lasse jetzt einmal zu, dass sie alle zusammensitzen und was probieren. Und da ist was ganz Überraschendes passiert. Wir haben gesagt, jetzt pfeifen wir mal komplett auf die ganzen Parteigeschichten und schauen wir, dass wir gemeinsam möglichst einhellig einen gut fundierten Vorschlag machen. Und hinter dem Vorschlag sind dann alle Fraktionen des Nationalrats gestanden. Da waren, Entschuldigung. Außer beim Zahlen. Ich habe selbst mich immer öffentlich stark gemacht für eine Anschubfinanzierung von 1,5 bis 2 Milliarden Euro auf der Stelle, wenn die Reform umgesetzt wird. Aber ich hab den Herrschaften auch gesagt, was die Voraussetzungen sind. Wenn Sie glauben, Sie kriegen das für Geschicklichkeitsfliegen, für fliegendes Schmiergeld. Na, mit Sicherheit nicht. Sondern das war klar für die Reform. Und da gibt es auch Voraussetzungen. Aber ich möchte jetzt nicht in die Details dieser sehr teuren Spezialitäten gehen. Es ist unglaublich schade, dass diese Chance verpasst worden ist. Wir werden wahrscheinlich eine zweite Chance kriegen, weil die Krise der Sicherheitspolitik, speziell der militärischen Sicherheitspolitik, in Österreich noch größer werden wird. Und das hat der General Endacher schon richtig angedeutet. Dass das österreichische Bundesheer kommt, egal ob man es sieht wie er oder sieht wie ich, wir sehen das durchaus unterschiedlich, nähert sich in sehr großer Geschwindigkeit wieder der öffentlichen Existenzfrage. Und das sage ich schon in aller Deutlichkeit. Für Sicherheitspolitiker wie mich im Parlament, die ihre Aufgabe durchaus ernst nehmen und alles andere als Gegner des österreichischen Bundesheeres sind, steht heute, Kollege Wawra, ich habe vielleicht für das österreichische Bundesheer in meiner Aufgabe als Abgeordneter, was vielleicht Leute von einem Grünen etwas überraschen wird, schon etwas mehr getan als Sie, aber Sie haben noch nicht so lange die Gelegenheit gehabt. Sie werden mich sicher noch überholen. Aber wir steuern auf eine Situation zu, wo sich diese Frage stellen wird. Und es ist bedenklich genug, dass ich als wirklich engagierter Abgeordneter in der Sicherheitspolitik heute nicht sagen kann, ob würde sich jetzt in einem halben Jahr die Frage stellen, führen wir das so weiter oder sperren wir das zu? Ich wüsste nicht, wie eine verantwortungsvolle Antwort auf diese Frage derzeit gegeben werden soll. Und das bedauere ich sehr. Dürfen wir jetzt die Meinung des Abgeordneten Wawrig noch hören? Wir haben zwei ziemlich extreme Positionen. Die eine lautet, mehr Geld für das Bundesheer, und die andere lautet, es ist um jeden Cent schade.
Wo stehen denn Sie da? Ich würde eher in die Presse. Also ich stehe mit dem Kollegen Pilz, in einem Punkt bin ich mit ihm einverstanden, die Sicherheit Österreich ist untrennbar verbunden mit der Sicherheit Europas. Ja, das eine hängt vom anderen ab, insbesondere die Sicherheit Europas hängt von der Sicherheit Österreichs, hängt von der Sicherheit Europas ab, umgekehrt vielleicht weniger der Fall. Nur die Schlussfolgerung sind für mich ganz andere. Die Schlussfolgerung ist für mich, okay, wenn dem so ist, dann muss Österreich als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, als geografisch Teil dieses Europas, seinen fairen Beitrag leisten. Jetzt, wie dieser Beitrag geleistet wird, auch da glaube ich, da braucht es einen ganz, ganz anderen Ansatz, der auch die Neutralität berührt, aber auch natürlich die Struktur des Bundesheeres. Wir reden zum Beispiel noch immer von einer Landesverteidigung, ja, das geht noch zurück auf ein Konzept der Ost-West-Konfrontation, des Kalten Krieges, die Raumverteidigung und so weiter. Schon der Begriff ist schon irreführend, Landesverteidigung. Es geht nicht um die Landesverteidigung, es geht um die Verteidigung der Sicherheit Europas, der Grenzen Europas und die Verteidigung auch der Interessen und der Sicherheit Europas, auch außerhalb der europäischen Grenzen. Zum Beispiel Konzepte wie der Schutz von Objekten durch Milizverbände, die nicht mehr mobil sind, sind, glaube ich, passé. Und was jetzt die Dotierung des Bundesheeres bin, ich bin nicht damit einverstanden, muss alles kürzen und dann von null wieder anfangen, das wäre der endgültige Tod des Bundesheeres. Ich glaube, bei weniger als 0,6% Budget von 70% allein für Personalausgaben verwendet werden, ist das dezidiert zu wenig. Von den drei Herkules braucht eines neue Flügel, die paar Hubschrauber, die wir haben, müssen runterneid werden, also aufgewertet werden, sonst dürfen sie nicht mehr fliegen bald und. Also das Bundesheer hat seine Mobilität verloren und so weiter. Also ich glaube, es braucht schon mehr Geld, aber das ist nicht der Schlüssel. Ja? Das Geld muss auch vernünftig verwendet werden. In einem ganz anderen Kontext, eben einem europäischen Kontext. Und ich glaube, Österreich muss sich eigentlich vorbehaltlos sich dieser gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die noch im Aufbau begriffen ist, verpflichten. Und Herr Kollege Pilz, nein, ich glaube, man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen, dass eine gemeinsame Steuerpolitik noch nicht da ist, Bankenpolitik auf halbem Weg steht, das stimmt, ja, aber das ist noch kein Grund, in der Sicherheitspolitik dann aufzuhören. Denn wenn es einen Bereich gibt, der wirklich nur gemeinschaftlich und auf europäischer Basis bewerkstelligt werden kann, dann ist das Sicherheit, ist die Sicherheit. Und ich glaube, dass die Bevölkerung das sehr wohl verstehen kann. Und dann komme ich zu einem konkreten Vorschlag. Ich glaube, es ist notwendig, hier gegenüber der Bevölkerung, auch der österreichischen Bevölkerung, eine klare Sprache zu sprechen, ihr zu darzustellen, was die österreichische Neutralität heute noch bedeutet, eben diese Kernneutralität, die Frage ehrlich anzugehen, ob sie noch hilfreich ist und dann auch den Mehrwert einer europäischen gemeinsamen Sicherheit und Verteidigungspolitik zu erklären und dafür zu werben. Dann natürlich könnte es schon sein, dass ein Momentum entsteht, eine Bewegung, die erkennt, dass auch dass das Bundesheer besser dotiert werden soll. Es ist traurig, finde ich, dass trotz 60 Jahre Grundwehrdienst es in der Bevölkerung im Allgemeinen und daher auch in der politischen Elite nicht die Bereitschaft gibt, mehr Geld fürs Bundesheer zu geben, dass das Bundesheer so einen geringen Stellenwert hat, welches sich auch in der Unterdotierung dann niederschlägt. Also ich bin ja hier nur der Moderator, aber ich glaube, dass gerade die Volksbefragung gezeigt hat, dass für die Wehrpflicht und das ganze System es doch eine gewisse Sympathie gibt. Nein, das war eine Wahl für die Erhaltung des Zivildienstes, sagen wir ehrlich. Das war nicht für die Wehrpflicht. Das war eine, die Diskussion wurde falsch geführt und das, da wurde Angst gemacht und es war ein Votum für die Erhaltung des Zivildienstes, also das Gegenteil. Gut, wir sind ohnehin schon halb in der Publikumsdiskussion und haben auch die Zeit dafür jetzt. Darf ich Sie bitten, um Ihre Fragen, wobei ich bitten würde, keine langen Co-Referate zu halten, sondern wenn es geht, die Diskussion hier zu beflügeln. Bitte.
Ja, bitte. Der, also, der Herr in der So, ich bin Faito, einem Doktorand und einem Rektor an der Universität Wien. Und dann zuerst eine rechtliche Frage an Professor Oehlinger. So, bei Veranstaltung der OIP, so Österreichischen Institut für internationale Politik, habe ich einmal eine andere Rechtsmeinung als Ihre Meinung über Neutralität gehört. So, und was sagen Sie zum so demnach? So, Österreich ist auch verfassungsrechtlich gemeinsame Verteidigung oder einem militärischen Beistand teilnehmen, weil das ist vom Artikel 23j des BVG erfasst ist. Und zweitens bei der über Europa-Armee so auf den politischen Aspekt. Und ich habe eine besondere Frage an General Entacher und Herrn Abgeordneter Pilz. So, ich glaube, so seit 15 Jahren oder vor 15 Jahren vertrat die Grünen, trat Grünen einmal für die sogenannten Vergemeinschaftung der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ein, so nämlich die Abschaffung damaligen 15. Nationalen Armee und stattdessen einen gemeinsamen oder einen Armee der Europäischen Union, sodass es quasi eine Neutralisierung der, der EU im österreichischen Sinne. Und letzte Frage ist über Ukraine. So, zwar, es könnte sein, die Neutralisierung der Ukraine wäre vernünftig, aber die Frage ist, ob die ukrainischen Politiker oder Öffentlichkeit die Neutralität akzeptieren kann. Vielen Dank. Der zweite Teil der Frage war die Ukraine. Habe ich Sie richtig verstanden, die Neutralität der Ukraine? Alexander Bader, Journalistin, mir kommt das ein bisschen so eine Debatte vor, als ob bis auf den General Entacher im Grunde niemand den Umgang mit dem Bundesheer in irgendeiner Form thematisiert. Ja, Tatsache ist, dass was kaputt gespart wird. Tatsache ist, dass alle wissen, dass der Minister nicht das Heft in der Hand hat. Ja, also die Frage ist, wie ist das möglich? Wo sind zum Beispiel unsere Nachrichtendienste? Ja, dass jemand als Minister installiert wird, bei dem er weiß, dass er nicht weiß, was Landesverteidigung ist, was er zu tun hätte, und unvorbereitet und ohne irgendwelche Forderungen in Verhandlungen geht, keine Informationen hat. Und die Leute, die nämlich wissen, was im Hintergrund rennt, die haben keine Chance, mit ihm zu reden. Ja. Es ist ein Modell, wie man dafür sorgen kann, wenn ich ein Nachrichtendienst wäre, dass Österreich keinen Verteidigungsminister nach der Bundesverfassung hat. Das zweite Modell ist das Modell Darabos. Der war nämlich intelligent genug, der ist abgeschottet, überwacht und unter Druck gesetzt worden, und daran hat sich nichts geändert. Ja. Die Befehlskette war ausgehebelt, der General Entach hat in Interviews gesagt, dass er nur alle paar Wochen überhaupt mit ihm reden konnte, ja, obwohl er sein direkter Vorgesetzter ist. Darabosch ist nicht mehr Bundesminister. Ja, aber trotzdem, ich sage das nur so. Würden ja. Sie bitte zu Ihrer Frage kommen? Ja, okay, wie ist sowas möglich? Der Peter Pilz verkauft sich immer als der große Spionageabwehrexperte. Ja. Wie ist das möglich? Ist das ein ausländischer Nachrichtendienst, der da agiert, verdeckt sind es die Amerikaner? Und warum unternimmst du nichts dagegen, wenn das so ist? Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich fasse mehrere zusammen. Bitte hier in der zweiten Reihe. Hier der Herr in der zweiten Reihe. Ja, schönen guten Abend. Heider Werner, mein Name, Mitglied in der Themengruppe Sicherheitspolitik bei den NEOS. Bitte? Nee, Mikro. Eine ganz kurze Frage. Mir würde gern ein kurzes Statement, eine kurze Einschätzung der Diskutanten hinsichtlich ihrer Einschätzung der dezidiert europäischen Sicherheitspolitik interessieren. Gibt es eine dezidiert europäische Sicherheitspolitik und wie ist Ihre Einschätzung? Danke. Gut, beantworten wir mal diese Fragen. Die erste ging an Professor Oehlinger, dann Entacher, Pilz, habe ich bitte. Ja, zunächst, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, Österreich kann sich an allen Aktionen der Europäischen Union, auch an allen militärischen Aktionen der Europäischen Union beteiligen, ohne durch die Verfassung daran gehindert zu sein. Wir haben ja
anlässlich des Beitrittes eine Bestimmung in unsere Bundesverfassung aufgenommen, die eben besagt, dass sich Österreich uneingeschränkt an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beteiligen kann. Nicht insofern ist eben die österreichische Neutralität nicht mehr eine Neutralität im klassischen Sinne. Wir können uns nach einer Auffassung, die heute praktisch unbestritten ist, obwohl sie ursprünglich ganz anders lautete, auch an allen Maßnahmen beteiligen, die vom Sicherheitsrat legitimiert sind. Ich meine nur, dass Österreich hier sich nicht ausschließen soll unter Berufung auf eine gewisse Neutralitätspolitik. Ich glaube, die Zukunft unserer Sicherheitspolitik kann nur eine europäische sein. Das Problem ist nur, dass Europa hier sich selber so schwer tut, um auch gleich auf Ihre Frage hier einzugehen. Das ist das Problem. Der Vergleich mit Steuerpolitik und so weiter ist ja irgendwo ja ganz richtig. Selbst wenn wir dort nichts zu Wege bringen oder wenn Europa dort heute nichts zu Wege bringt, umso weniger wird es in der Verteidigungspolitik, in der Sicherheitspolitik zu Wege bringen. Wir sind tatsächlich an einem Punkt in der europäischen Entwicklung, wo ein absoluter Stillstand herrscht und das liegt einfach daran, dass die Interessen der einzelnen Staaten immer stärker wieder werden. Nicht? Wir sind in einer Renationalisierungsphase in Europa. Im Augenblick, glaube ich, wird an größere Reformen so lange nicht gedacht, solange man das Problem mit Großbritannien und mit Griechenland nicht gelöst hat. An diesen Problemen scheitert derzeit einmal jede Weiterentwicklung und das müssen wir auch in Österreich zur Kenntnis nehmen. Bitte, genau. Greift die Frage Sicherheitspolitik auf. Ich freue mich, dass wir da im Podium eigentlich uns im Punkt Europa ziemlich einig waren, dass die Dinge im europäischen Kontext geschehen mögen. Da sind natürlich so Worttricksereien dabei, wie wir brauchen quasi eh nichts tun, aber wir auf Europa schauen. Das ist nur so eine Nebenbemerkung, aber es ist tatsächlich die Orientierung und auch Zielverfolgung und eben Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, die wir dann tatsächlich mehr und mehr im europäischen Kontext denken müssen. Bei den Zahlenspielen, die leicht aufgeflammt sind, muss ich schon klarstellen, der Abgeordnete Pilz hat hier also einen schönen Rösselsprung gemacht, also er behauptet, dass er dem Blatt, das seinerzeit Anschub mit 1 Milliarde angetragen hätte. Keiner tut es ja nicht, aber was soll man machen? Und jetzt, nur 4 Jahre später, keinen Cent für die Verteidigung. Ja, was ist denn da passiert? Haben wir vielleicht falsch gewählt, Herr Abgeordneter? Kann das sein? Blöd, dass wir gewonnen haben. Schlimm. Also wir sollten scheinbar bestraft werden. Aber die Fragen der Wehrverfassung und Wehrformen sind ein anderer Block, aber auch der ist in Europa einzupassen, wäre übrigens mit dem jetzigen Mischsystem des Bundeswehr bestens machbar. Ja. Man könnte die eigene Verbände im Donautal lassen, plakativ gesagt, die Auslandseinsätze und Kontingente erhöhen und dann akkordiert auf Europas Notwendigkeiten einsetzen. Und da sind ja auch rechtlich die Voraussetzungen im Wesentlichen geschaffen. Ich meine, natürlich ist da viel richtig gesagt worden, dass verschiedene europäische Programme zu langsam gehen. Ja, viele. Es ist also tatsächlich mühsam und langsam. Nur, glaube ich, das einzig vernünftige Ziel, also so wie man sich ziemlich einig ist, dass also die Steuern zu akkordieren sind, die Banken zu akkordieren sind, wird man also auch dann letztlich militärische Bemühungen noch mehr akkordieren, weil in der Praxis ohne dies viel mehr geschieht. Es gibt ja verschiedenste EU-Einsätze, EU-Übungen. Also in der Praxis geschieht ja mehr, allerdings natürlich noch nicht institutionalisiert. Und insofern
gebe ich wohl zu, dass es langsam geht, aber auf der anderen Seite ein ziemlich klares Zukunftsbild da ist. Und wenn man aufgrund der erlebten Ohnmacht es für richtig erachtet, dass Europa sich so herrichten soll, dass es selber handlungsfähig ist, dann wären wir ganz groß da. Ne? Okay. Peter Pilz und dann Christoph Afrik. Ja. Der Herr Generalstabschef hat eigentlich jetzt in kurzen Worten sehr überzeugend dargestellt, die Vorstellungen, die von einigen führenden Militärs mit sehr, sehr weiten Auswirkungen nach dem Stillstand der Bundesheerreform entwickelt worden sind. Und wir können über alles diskutieren, also ich wiederhole, auf europäischer Ebene einiges tun und einiges gemeinsam versuchen und ein Konzept entwickeln, Auslandseinsätze erhöhen und durchaus ein paar Einheiten ins Donautal, das man bekanntlich nicht verlagern kann, was jeder Geograf bestätigen wird. Das ist mir mit Sicherheit zu wenig, um nur einen einzigen Cent dafür im Landesverteidigungsausschuss zu befürworten. Das ist kein Konzept. Bei allem Respekt. Ich erwarte wesentlich mehr und wir erwarten im Parlament auch wesentlich mehr, weil wir die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vertreten. Es hat eine Volksbefragung gegeben und diese Volksbefragung ist äußerst eindeutig ausgegangen. Und zwar ganz anders, als ich mir das gewünscht habe. Selbstverständlich ist das Ergebnis dieser Volksbefragung zu respektieren. Es war ein politischer Auftrag an den Verteidigungsminister und nicht ans Parlament, dieses Konzept mit der Wehrpflicht als Kernstück umzusetzen. Und ich habe das, ich war in einer ähnlichen Situation einmal nach einer EU-Volksabstimmung, wo rückblickend wir als Grüne damals eine Empfehlung gegeben haben, die wir aus heutiger Sicht nicht geben würden. Man muss ja auch was lernen. Wir haben damals gesagt, das ist ein klarer Auftrag. Auch der Kollege Wawrig hat wahrscheinlich was anderes empfohlen bei dieser Volksbefragung. Nehmen wir zur Kenntnis. Aber das ist jetzt eine Zeit lang her. Irgendwann muss einmal ein Minister bilanzieren, ist es gelungen, diese versprochene Reform umzusetzen? Was ist jetzt? Funktioniert die Wehrpflicht? Was profitieren wir sicherheitspolitisch davon? Und können wir, die Vermutung ist da schon ein bisschen im Raum gestanden, dass das sehr viel mit Zivildienst zu tun hatte, kann man das nicht auch anders und besser organisieren? So, und ich glaube, dass wir spätestens heuer im Parlament versuchen müssen, eine ehrliche Bilanz zu ziehen und zu sagen, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Weil irgendwann, falls es nicht funktioniert habe und alles, was ich erfahre aus dem Bundesheer, deutet darauf hin, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Dass die Versprechen der Volksbefragung im militärischen Bereich nicht umgesetzt worden sind, weil sie vielleicht gar nicht umsetzbar waren. So, dann muss man sagen, okay, wir müssen nochmal bilanzieren und möglicherweise eine klarere Frage ohne Zusammenhang mit dem Zivildienst, mit Pflegeersatzdiensten und so weiter stellen. Eine Neuauflage der Volksbefragung? Keine Neuauflage der Volksbefragung, sondern das geht nur, meiner Meinung nach, kann eine Volksbefragung nur overruled werden durch eine klare Volksabstimmung, durch eine gesetzesbindende Volksabstimmung, durch eine klare gesetzliche Maßnahme, über die sehr eindeutig abgestimmt werden kann, ohne irgendwelche Nebengeschichten, ohne irgendwelche Ablenkungen, eine reine Abstimmung über die Zukunft der Sicherheitspolitik. Das wird uns auch nicht erspart bleiben. Weil glauben Sie, und Herr General Entacher, das wissen Sie ja selbst aus beruflicher Erfahrung, solange wir derartige Zustände haben auf den Universitäten, im Pflegesystem und so weiter, wer kann denn von uns im Parlament verlangen, dass wir sagen, da investieren wir, wenn uns woanders das Geld fällt. Ich halte das wirklich für, das war schon weit jenseits der Schmerzgrenze für viele von uns im Haus und ich war auch absolut dagegen, dass nach den Anschlägen in Paris zuerst eine Innenministerin kommt und sagt, ich brauche Panzer und dann sagt man, naja gut, in der aufgeregten Stimmung noch 300 Millionen. Bis heute ist nicht genau erklärt, wie das Geld ausgegeben werden soll, aber es ist jetzt einmal notbudgetiert. Und dann ist gleich der Verteidigungsminister gekommen und hat gesagt, na Hubschrauber und außerdem ist uns das Benzin ausgegangen und noch irgendwas ist. Und es muss zufällig auch 300 Millionen sein.
So wird sicherheitspolitisch budgetiert. Keine Strukturreform, kein Zukunftsmodell, gar nichts, sondern wenn irgendwo was passiert, dann wird geschrien, mehr Geld, dann gibt es mehr Geld. Und mehr Geld heißt nur, dass eine Zeit lang wieder nichts verbessert und nichts reformiert wird, sondern dass weiter gewurschtelt wird. Es ist alles verlorenes Geld. Und deswegen, obwohl ich weiß, dass das schmerzhaft ist für viele gute Leute im Bundesheer, bin ich dafür, einmal zu sagen, für das, was nicht funktioniert, kann es nicht mehr Geld geben. Entweder wird jetzt einmal Bilanz gezogen und wird gesagt, geht so weiter oder brauchen wir was ganz anderes? Und dann reden wir auch, ob es möglicherweise mehr kostet, aber es muss einen Sinn machen. Und dann werden wir über einen Neubeginn reden müssen. Und wir steuern auf das zu und da sollten wir ehrlich genug sein, das zu tun. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Redezeit achten, Herr Abgeordneter Wawrig. Was sagen Sie zu dem Vorschlag Volksabstimmung über die Sicherheitspolitik? Und von Professor Oellinger würde mich interessieren, wie wären denn hier die juristischen, die technischen Voraussetzungen für so eine Volksabstimmung? Bitte. Also zur Wehrpflicht, Volksbefragung, Volksabstimmung. Diese Volksbefragung war keine Volksabstimmung, so gesehen, rein rechtlich gesehen, bedarf es keiner Volksabstimmung, um sie umzukehren. Es war natürlich auch ein Versprechen, ein falsches Versprechen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals argumentiert mit Leuten, die dafür oder dagegen waren, und die Befürworter der Erhaltung der Wehrpflicht haben gesagt, ja, okay, die jetzige Form der Wehrpflicht macht keinen Sinn, aber es ist eine Reform versprochen. Und meine Antwort war, wenn die Wehrpflicht abgeschafft wird, dann müssen wir wirklich reformieren. Und zwar nicht nur das Bundesheer, sondern unser gesamtes sicherheitspolitisches Konzept uns neu anschauen. Wenn es aber bei der Wehrdienst, beim Grundwehrdienst bleibt, wird nichts reformiert. Und so wird das geschehen. Herr Kollege Pilz, wir werden bilanzieren und die Bilanz wird vernichtend ausschauen. Denn eine echte Reform müsste beinhalten eine Rückkehr zu 8 bis 9 Monaten Grundwehrdienst, viel mehr Geld, damit im Rahmen dieser 6 bis 9 Monate mehr trainiert wird und dann natürlich vor allem verpflichtete Übungen. Und das ist politisch nicht durchsetzbar, das traut man sich nicht. Ich möchte daran erinnern, es meldet sich kaum einer zu Milizübungen, also pro Jahr weniger als 500 Grundwehrdiener, das heißt, das Milizsystem ist nicht mehr aufrechtzuerhalten mit den jetzigen Meldungen, obwohl der Verteidigungsminister rechtlich die Möglichkeit hätte, 12,5% der Grundwehr zu verpflichten, zu Übungen. Das tut er nicht, das traut man sich politisch nicht. Soweit zur Debatte Grundwehrdienst. Und nein, ich glaube nicht, dass solche Diskussionen, solche Entscheidungen per Volksabstimmung auch zu beantworten sind. Da müssen sich die Spezialisten hinsetzen und mal ein glaubwürdiges sicherheitspolitisches Konzept im Rahmen der GSVP vorlegen. Und nicht die Pferde von hinten aufzäumen. Zur Frage, gibt es eine GSVP heutzutage? Nein, die Antwort ist klar, die gibt es heute noch nicht oder wenn überhaupt im embryonalen Zustand. Aber erinnern wir uns daran, die europäische Integration verläuft ja nicht linear. Sie verläuft ruckartig und ab und zu gibt es auch ordentliche Rückschläge. Und die gemeinsame Sicherheitspolitik oder gemeinsame Außenpolitik ist da keine Ausnahme. Ich bin eher optimistisch. Ich darf daran erinnern, dass der Europäische Rat, ich glaube im Dezember 2013, einen neuen Anlauf genommen hat in Richtung einer europäischen Verteidigungsunion, in Richtung Pooling and Sharing, verschiedene Beschlüsse verfasst hat, festgestellt hat er. Und ich glaube, dass gerade die jetzige Krise, sprich IS im Süden, Ukraine-Krise und auch die budgetäre Krise vielleicht zu einem Katalysator werden wird, um hier entscheidende Schritte zu machen. Natürlich, es gibt Rückschläge, Beispiel der gemeinsame Flugzeugträger der Franzosen und der Briten, das ist in die Hosen gegangen, nur weil die Franzosen darauf bestanden haben, das muss mit Rafale-Flugzeugen bestückt werden, der Flugzeugträger. Und die Briten haben gesagt, na, wir brauchen keine Rafale, bang, Ende des Projekts. Das ist natürlich schade. Aber insgesamt glaube ich, dass die Erkenntnis sich langsam durchsetzt, dass man, sei es jetzt Kommandostrukturen, sei es Beschaffungswesen, sei es militärische Forschung, sei es Rüstungsindustrie und sei es auch militärische Fähigkeiten hier gebündelt werden muss, integriert werden muss und
dazu wird es kommen, dazu muss es kommen, wenn Österreich, wenn Europa seinen Platz in der Welt behaupten will und vor allem, wenn Europa sich auch von den USA emanzipieren will. Denn da bin ich bei Ihnen, Herr Kollege. Es geht nicht an, dass Europa in dem Maße von den USA abhängig ist, jedes Mal, wenn es zu einem Einsatz kommen muss. Da braucht es eine mehr eigenständige europäische Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik, zu der muss es kommen und zu der sollte Österreich auch einen Beitrag leisten und kann auch Österreich einen Beitrag leisten, wenn es will. Mit null Budget wird Österreich diesen Beitrag nicht leisten können. Danke, aber für eine Volksabstimmung über die Sicherheitspolitik, was wären hier die Vorbedingungen? Halten Sie das für realistisch? Also juristisch gesehen ist so eine Volksabstimmung in keinem Fall notwendig, nicht? Weil allein schon die Volksbefragung als solche ja gar nicht rechtlich verbindlich ist und daher die Regierung nicht rechtlich bindet, aber politisch. Und da gibt es gute Gründe zu sagen, wenn wir von diesem, vom Ergebnis dieser Volksbefragung abgehen wollen, dann soll man eine echte Volksabstimmung machen, aber das ist ein rein politisches Argument. Juristisch ist man hier völlig frei, wobei man vielleicht ja oft gar nicht weiß, man kann auch von einem Gesetz, das mit einer Volksabstimmung angenommen wurde, am nächsten Tag nach dem Inkrafttreten schon ein neues Gesetz machen, mit dem man dieses Gesetz wieder aufhebt, nicht? Da bestehen praktisch nur politische Bindungen, aber keine wirklich rechtlichen. Ja. Gibt es von Ihrer Seite Fragen noch zu dem Thema? Bitte. Dann hier. Sie kommen als Nächste dann. Joachim Bresnik, guten Abend. Ich habe zwei Fragen an Herrn Abgeordneten Pilz, die miteinander zusammenhängen. Und zwar an das, die grundsätzliche Frage: Ist die Neutralität ein Zukunftsmodell? Ist das nicht ein bisschen unehrlich? Sie haben selber gesagt, wir reden von Europa und die österreichische Sicherheit ist untrennbar mit der europäischen verbunden, aber die Neutralität bezeichnen Sie als ein Zukunftsmodell. Wie genau? Das ist ja dann, ich möchte die Sicherheit von Europa haben, aber nicht mitmachen. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist Ihr Argument dafür, dass das Bundesheer kein Geld mehr kriegt, ist, sage ich für mich ehrlich, nicht schlüssig, weil das ist eine self-fulfilling prophecy. Wenn ich dem Lionel Messi alle seine Fußballbock wegnehme, kann ich auch nicht mehr von ihm verlangen, dass er mir morgen die Champions League gewinnt. Wenn ich dem Bundesheer nicht einmal mein Geld fürs Benzin gebe, dann kann ich schnell behaupten, dass die nichts machen. Also ich spare das Bundesheer tot und dann kann ich behaupten, es funktioniert nicht, halte ich für ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Danke. Bitte eine Frage in der letzten Reihe. Mein Name ist Alex. Meine Frage richtet sich an den Sprecher vom NEOS, von den NEOS. Wenn es zu Einsätzen kommt im Rahmen der EU-Armee, sei es jetzt EU-Armee oder sei es im Zuge der EU-Battlegroups oder anderer Taskforce, befürworten Sie, dass diese Einsätze gemäß dem den abgeschaffenen Bundesverfassungsgesetz aus dem Jahr 1965 über die Entsendung der österreichischen Truppen ins Ausland geprüft wird? Oder ob das bezüglich des Lissabon-Vertrages oder eines anderen EU-Vertragwerkes geprüft werden soll. Danke, hier war noch eine Frage, bitte. Ja, ich glaube, Volksabstimmungen sind wichtig und wichtig ist, dass die Menschen überhaupt verstehen, was bei den Volksabstimmungen, Volksbefragungen, welche Fragen gestellt werden und welche Argumente gebracht werden. Wir haben in der Zweiten Republik, glaube ich, zwei Volksabstimmungen gehabt und einmal eine Volksbefragung. Und ich sage, Sicherheitsdoktrin, ja, ist für mich zuerst Demokratiestärkung. Das heißt, wie weit sehen Sie die Demokratieausbau? Also eine Hilfestellung für weitere Sicherstellungen als Neutralität oder vielleicht andere Formen? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, ich glaube, vielleicht kurz so zum Herrn Wawrik, ich muss Herrn Wawrik hundertprozentig widersprechen, weil er meint, Neutralität kann man schon aufgeben, wir sollen uns einen Teil des Europa und der Europäischen Union und uns einschließen. Ich glaube, man versteht die Zeit nicht. Ja? Man einerseits hat verschlafen, seit Jahrzehnten in die richtige Richtung zu gehen. Der Pilz hat, glaube ich, gesagt, die Europäische Union wurde gegründet, Kriege zu verhindern. Wir haben 600 Kilometer von uns entfernt, 700 Kilometer
nicht eine Krise, sondern ein Krieg. Ja? Wir sind mitten im Kalten Krieg. Wir stehen unter Umständen, ich will jetzt nicht Teufel an die Wand malen, aber möglicherweise von dem Dritten Weltkrieg, hoffentlich kommt nicht dazu. Aber meine Frage lautet an Diskutanten, ja? Was gehen Sie zu tun, um eben diesen Krieg zu beenden, weil es wird wahrscheinlich weitergehen. Und welche Rolle kann der Österreich zum Beispiel in diesem Fall spielen, wo zum Beispiel der Bürgermeister Häupl hat gesagt, man nimmt uns nicht ernst, also wir werden nicht ernst genommen. Ja? Also, okay. Danke. Danke sehr. Die letzte Frage, bitte hier in der ersten Reihe. Diejenigen, die für eine europäische Armee eintreten, möchte ich fragen, können Sie sich eine europäische Armee ohne Wehrpflicht vorstellen? Gut. Ich hoffe ja. Aber gut, danke. Wir haben noch maximal 10 Minuten. Ich darf jetzt um die Beantwortung dieser Fragen bitten. Peter Pilz wurde zweimal angesprochen. Warwick, bitte. Ich zuerst. Ich glaube, ich hatte 3 Fragen zum Einsatz einer eventuellen EU-Armee. Nein, also wir stellen uns das so vor, dass dann, also erstens, was ist eine EU-Armee? Das sind also Verbände, nationale Verbände, die insgesamt eine EU-Armee bilden, wobei jedes Land einen Beitrag zählt, der muss nicht gleich sein, also es könnte eine Spezialisierung vorkommen, aber schon gemeinsames Hauptquartier und dann natürlich schon einen Beschlussmechanismus über den Einsatz, der demokratisch legitimiert sein. Das müsste sein eine qualifizierte Mehrheit im EU-Parlament. Auf jeden Fall. Wohlgemerkt, wir stellen uns eine EU-Armee mit Freiwilligen, also nicht Wehrpflichtigen. Also das sind dann Freiwillige, die hier mitmachen. Und also man kann nicht, es könnte nicht sein, dass eine Mehrheit von EU-Staaten bestimmt, dass österreichische Wehrpflicht, die plötzlich irgendwo im Einsatz stehen. Es könnte nur Freiwillige sein. Wir würden zum Beispiel uns insbesondere für eine Aufwertung des jetzigen Unterausschusses des EU-Parlaments, des Unterausschusses, des Verteidigungsunterausschusses, zu einem vollwertigen Verteidigungsausschuss aussprechen, zum Beispiel. Aber die Details, wie jetzt ein Einsatz beschlossen wird, von wem, das müsste noch diskutiert werden, aber es müsste auf jeden Fall durch ein demokratisch legitimiertes Organ auf der EU-Ebene geschehen. Die zweite Frage, EU-Armee ohne Wehrpflicht, die dritte Frage, ja, natürlich, wir stellen uns eine EU-Armee ohne Wehrpflicht, eine EU-Armee bestehend aus rein Freiwilligen. Was nicht ausschließt, ich möchte schon das betonen, das mit der Miliz. Ja, also wir können uns sehr wohl vorstellen, dass Österreich Verbände hätte, bestehend aus einem Kader und auch aus einer sogenannten freiwilligen Miliz. Und diese freiwillige Miliz könnte sehr wohl auch Teil der EU-Verbände stellen. Das ist durchaus denkbar. Die zweite Frage, ja, wie man den Krieg in der Ukraine beenden soll. Ich bin einverstanden, ja, das ist keine Krise, das ist ein Krieg. Wir hatten hier eine Veranstaltung zu diesem Thema. Schauen Sie, es wurde früher angesprochen, die Handlungsunfähigkeit, also die militärische Handlungsunfähigkeit Europas, und die besteht leider Gottes. Ja. Die militärische Handlungsfähigkeit hat auch eine präventive Wirkung. Nicht? Wenn es die gegeben hätte, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ich bin da nicht ganz so sicher, weil Herr Putin ist jemand, der sich schon sehr viel zutraut und auch auf das Risiko, dass hier ein Rückschlag kommt, wer vielleicht trotzdem in die Krim einmarschiert, wie es auch getan hat. Aber jetzt ist die Situation so, ich glaube, wir brauchen eine sogenannte Eindämmungspolitik. Ja. Ich würde sicher nicht für eine Rückeroberung stehen, weder seitens der Ukrainer noch mit Hilfe europäischer oder US- oder sonstiger Verbände. Eine Eindämmungspolitik auf der militärischen Ebene und dann eine Engagementpolitik auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene in der Hoffnung, dass mit der Zeit sich das Problem gelöst wird. Vielleicht wird es einige Zeit brauchen, und zwar bis zu einem Regimewechsel in Russland, vielleicht darüber hinaus. Das ist durchaus möglich. Also ich bin da nicht sehr optimistisch,
dass der Krieg sehr bald aufhört. Ich glaube, es wird zu einem schwelenden, ständig schwelenden Konflikt hinausgehen. Also keinem offenen Krieg. Ich glaube nicht, dass Russland jetzt versuchen wird, nach Odessa zu marschieren und diese berühmte Landbrücke bis nach Moldawien zu errichten. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie ihre Unterstützung für die Separatisten einstellen werden. Das werden sie auch nicht tun. Danke. Peter Pilz, dann Oehling und dann Entacher. Naja, die Ukraine war ein ganz gutes Beispiel. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn im Sinne des Kollegen Wawrig die Europäische Union in der Ukraine militärisch einsetzbar gewesen wäre. Man muss das... Ihnen persönlich zuliebe werde ich es kurz einmal tun. Nichts anderes, als wenn die USA gemeinsam mit Großbritannien Truppen eingesetzt hätte. Schlicht und einfach ein Krieg mit Russland. So. Und das hat eine längere Geschichte. Und die Geschichte heißt, jeder, der sich ernsthaft damit beschäftigt hat, und das hat insbesondere die deutsche Bundesregierung in meiner Meinung nach sehr verantwortungsbewusster Art und Weise getan, hat gewusst, dass es eine Grenze gibt, die zu überschreiten in der Ukraine unglaublich gefährlich ist. Es hat immer seit langem die Zusicherung an Russland ganz offiziell, auch von Seiten der USA, gegeben. Wir werden keinen Schritt unternehmen, um aus dem blockfreien Staat Ukraine ein Mitglied der Atlantischen Gemeinschaft zu machen. Dieses Versprechen des Westens ist mit schwerwiegenden Folgen gebrochen worden und die schwerwiegendste Folge war der Krieg in der Ostukraine. Nein, das stimmt nicht so. Das stimmt nicht so. Kollege Wawrig, Sie können es ja gern anders sehen. Nein, Sie verdrehen die Fakten. Es geht um ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Und wenn Sie meinen, dass ein Land wie die Ukraine nur eine beschränkte Souveränität haben darf, dass es sozusagen im Einflussgebiet Russlands bleiben darf, also Sie befürworten eine Verhaltens- und Gedankenmuster aus dem 19. Jahrhundert und finden das okay. Und der Schritt war, also dieses Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und das ist Rechtfertigung für ein Nachbarland, dann einzumarschieren, um das zu verhindern. Es hätte auch auf andere Weise politisch, wirtschaftlich. Das Ganze hatte in keiner Phase. Und das ist von Seiten der österreichischen, auf sehr vernünftige Art und Weise und auch der deutschen Bundesregierung unmissverständlich klargestellt worden. In keiner Phase war die Frage eines Assoziierungsabkommens mit der EU eine Frage Krieg oder Frieden. Weil alle in der Europäischen Union gemeinsam mit den meisten in der Ukraine gesagt haben, das ist eine Frage der Souveränität der Ukraine. Das sind die Russen. Und das ist auch keine Frage. Na, Russland hat das anders gesehen, aber das wird niemand oder fast niemand ernsthaft als Kriegsgrund sehen. Es hat immer eine Auseinandersetzung gegeben und die war, wird die NATO-Grenze an die Westgrenze Russlands verschoben, und zwar von Georgien bis Ukraine. Das war die große Frage. Und diese große Frage, die vom Westen lange Zeit gemeinsam mit Nein beantwortet worden ist, ist plötzlich von den USA und anderen expansionistischen Scharfmachern mit Ja beantwortet worden. Und das war eine extrem riskante Strategie. Und die USA und Großbritannien und andere haben geglaubt, aufgrund ihrer großen militärischen Überlegenheit können sie das riskieren. Und können sie auch helfen, sehr offen von der Botschaft aus, eine mir extrem unsympathische, aber gewählte ukrainische Regierung zu stürzen. So, weil auch das hat was mit Demokratie zu tun. In Österreich werden auch manchmal Regierungen gewählt, die mir nicht passen. Aber ich würde von keiner Botschaft der Welt akzeptieren, dass sie sich dann einmischt und sagt, naja, das muss jetzt aber dringend geändert werden, weil die passt uns nicht. So, und in dieser Situation zeigt sich, was ist die Verantwortung einer europäischen Sicherheitspolitik. Und da ist Europa tief gespalten, ob es uns jetzt passt oder nicht. Da gibt es Staaten wie die, oder Regierungen wie die der Bundesrepublik Deutschland, die im Grunde mit zum Teil unzulänglichen Mitteln was sehr Vernünftiges versuchen mit Partnern, auch mit Österreich, mit einem sehr zurückhaltenden Österreich einen europäischen Weg zu suchen. Und es gibt andere, die sehr hart auf einen transatlantischen Kurs setzen. Da gibt es keine europäische Politik.
und auf der Basis eines tief gespaltenen außenpolitischen und sicherheitspolitischen Europas dann zu sagen, aber wir hätten gerne eine gemeinsame Armee, man, von was reden, wovon reden wir da überhaupt? Ein derartig unrealistischer Zugang zur Sicherheitspolitik erzeugt zumindest bei mir ein gewisses Gefühl, halten zu Gnaden von Unsicherheit. Aber da, damit kann ich auch, das Problem ist nicht so groß. So, was passiert jetzt in Europa? Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wir als Europäische Union müssten es in dieser Situation schaffen, wo es Krieg gar nicht so am Rande Europas, wenn man sich mal genau die Landkarten anschaut, wo es Krieg in Europa gibt, wissen, wie eine intelligente und europäisch machbare Kombination aus Prinzipienfestigkeit und Klarheit und andererseits auch mit notwendigen sicherheitspolitischen Signalen an Russland ausschaut. Wir können doch nicht hergehen und sagen, das ist uns vollkommen Blunzen, wir sind die Stärkeren, die Grenzen, die großen politischen Einflussgrenzen werden verschoben und mitten ins russische Trauma an der russischen Grenze marschieren die fremden Armeen auf, mitten in dieses Trauma reinstechen. Das ist allergrößte sicherheitspolitische Verantwortungslosigkeit. Und wenn die amerikanische Militär- und Sicherheitspolitik eines geschafft hat, dann uns in überzeugender Art und Weise zu zeigen, wie unglaubliche technologische Überlegenheit, wie unglaubliche Kapazitäten mit einer unglaublichen politischen Dummheit vereint werden können. Von Libyen über Syrien bis Ukraine. Das sind Geschichten sicherheitspolitischer Katastrophen. Ich kenne die Ukraine schlecht. Ich kenne den Irak und das Kurdengebiet und Syrien ziemlich gut, weil ich sehr oft dort war und sehr, sehr viel geholfen habe dort in der ganzen Entwicklung der ganzen kurdischen Geschichte über mehr als 20 Jahre. Zu glauben, man beginnt einen Bürgerkrieg, einen sogenannten Bürgerkrieg, und zwar von außen in Syrien, ohne auf die naheliegende Idee zu kommen, dass man es dann wie im Irak schafft, dass es zum Schluss wirklich organisierten Terrorismus und dann was viel Schlimmeres, Al-Qaida ist eine Pimpelgeschichte verglichen mit dem Islamischen Staat. Ich fürchte mich nicht politisch besonders vor großen terroristischen Organisationen. Das ist sicherheitspolitisch eine große Herausforderung für Europa. Aber der Versuch einer Staatsgründung auf dieser Basis hat eine vollkommen andere Qualität. Und das ist das, was momentan in Syrien und im Irak passiert, eine Staatsgründung. Und zwar eine immer erfolgreichere Staatsgründung. So, und das ist das Resultat einer unglaublich überlegenen, unverfrorenen und ideologisch von einer Kreuzfahrt, ich habe es im amerikanischen Kongress zweimal jetzt mit den verantwortlichen Abgeordneten gemeinsam mit Schieder und Lopatka letztes Jahr angeschaut. Das ist erschreckend, die Denkweise der Menschen, die dort über Sicherheitspolitik entscheiden. Und deswegen ist eine gemeinsame europäische Sicherheitskultur so wichtig, weil wir ganz anders denken, weil wir in dieser Hinsicht eine viel vernünftigere, differenziertere europäische Tradition haben, weil wir wissen, dass das die Kriege sind, die uns selbst treffen. Das ist die europäische Erfahrung. Wir sind die Opfer unserer eigenen Kriege. Deswegen haben wir bestimmte Voraussetzungen, positive für Sicherheitspolitik, über die leider die USA aufgrund ihrer Geschichte nicht verfügen, weil immer andere draufzahlt haben. Das ist ein ganz wesentliches Element. Und deswegen sind wir verpflichtet, einmal von der Außenpolitik Stück für Stück anzufangen. Und da komme ich noch kurz zu Ihrer Frage, ich habe das nicht vergessen. Die Geschichte der Neutralität, ich bin dagegen, das dogmatisch zu behandeln, ich halte überhaupt nichts davon. In dieser Übergangssituation ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, dass Staaten wie Österreich ihre Flexibilität, die Paktfreiheit, und der Professor Oehlinger hat völlig recht, das ist in erster Linie Bündnisfreiheit, der Begriff Neutralität ist eh schon fast irreführend. Diese Bündnisfreiheit zu nützen, um überhaupt europäisch etwas zu entwickeln. Die Deutschen denken zum Teil sehr ähnlich wie wir, sind aber aufgrund ihrer Größe, ihrer Wichtigkeit und ihrer Paktgebundenheit viel, viel unbeweglicher. Die können viel weniger tun. Eine deutsche Initiative kommt so schnell unter Druck und erzeugt so schnell das Gefühl der Bedrohung sogar in Washington, dass sie denen nicht sehr viel trauen. Wir können da viel, 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 viel freier
auftreten und viel mehr probieren. Ich sehe das jetzt bei der NSA-Geschichte, ich werde jetzt überhaupt nicht über die NSA-Geschichte reden. Nein, das würde die Redezeit sprengen. Wir haben in Österreich eine gewisse Narrenfreiheit aufgrund unserer Kleinheit. Das hat Kreisky seinerzeit zu nutzen gewusst und wir brauchen endlich wieder eine intelligente Außenpolitik, die das nützt. Die Neutralität als bündnisfreie Situation ist nur was, was man in der jetzigen Situation nützen kann. Mein Ziel ist ein vollkommen anderes. Aber dieses Mittel jetzt leichtfertig nicht einzusetzen, wäre in meinen Augen ein sehr, sehr großer Fehler. Danke, Herr Professor Oehlinger. Zu den Rahmenbedingungen für die EU-Armee noch. Die Frage war Wehrpflicht oder Berufsherr oder was immer man da macht. Wie sehen denn Sie das aus juristischer Sicht, die EU-Armee? Das kann man an sich sehr einfach beantworten. In der ganz großen Mehrzahl aller EU-Staaten gibt es heute nur mehr Freiwilligenarmeen. Also die Wehrpflicht ist sicher keine Voraussetzung für eine europäische Verteidigungspolitik. Wenn ich nur ganz kurz nur zu dem auch, was jetzt zuletzt diskutiert wurde, nur was sagen kann. Ich glaube, wir sind uns ja hier auf dem Podium einig, dass eine sinnvolle Zukunft einer Sicherheitspolitik nur eine europäische Sicherheitspolitik sein kann, aber dass es halt sehr schwierig ist, hier zu einer gemeinsamen Politik überhaupt zu kommen. Und da würde ich meinen, dass die Neutralität eines nicht sein darf und eines vielleicht sein kann. Was es nicht sein sollte, ist an der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik aktiv mitzuwirken. Das sollte Österreich in der Tat tun und es sollte sich dabei nicht hinter der Neutralität zu einem Nichtstun verschanzen. Was es vielleicht sein kann, ist eben diese eigene Erfahrung mit einbringen, aber das setzt natürlich eine sehr kluge Außenpolitik voraus. Danke. Kleines Fragezeichen am Schluss. Herr General, Ihr Resümee? Ich bin also dafür, dass wir die Neutralität, wie es ja auch Professor Oehlin umschrieben hat, halten. Ich sehe Verteidigung nur im europäischen Kontext. Möchte auf verschiedene Verwirrmanöver von Peter Bilz nur sofern eingehen, dass er etwas gemacht hat, was früher modern war. Er hat das Bundeswehrkader erpresst. Wir fragen das Volk, ob es euch noch gibt. Ja. Bitte tun Sie das, machen Sie das. Ich fordere Sie auf. Tun Sie das, dann fahren Sie die nächste Niederlage ein. Passt. Aber ich denke, die Bemühungen um die gemeinsame Sicherheitspolitik, die hat ja eine breite Akzeptanz. Leider erleben wir fast wöchentlich und monatlich eben Schwierigkeiten und Abweichungen, aber dass das der große Pfad ist, sind sich doch die meisten einig. Und in diese Architektur sollten wir uns einfügen und die hierfür notwendigen Mittel bereitstellen, auch wenn der Peter Pilz derzeit halt nicht will. Macht ja nichts. Okay. Herr General, meine Damen und Herren, das war unsere Diskussion zum Thema Neutralität, Relikt oder Zukunftsmodell. Ich danke den Teilnehmern auf dem Podium und danke Ihnen für Ihr Interesse und darf Sie noch zu Erfrischungen dort im Hof einladen. Herzlichen Dank.